Oh mein Gott, Freunde, im heutigen Video zeige ich euch, wie ihr die geheime Brawl Stars 2 Version spielen könnt. Hey Leute, ich bin Lukas und herzlich willkommen zu meinem neuen Brawl Stars Video. Und Freunde, heute gibt es auf jeden Fall ein ultra krasses Video, denn im heutigen Video zeige ich euch, wie ihr eine neue Brawl Stars Version installieren könnt und das komplett legal, die komplett anders aussieht. Und das wird auf jeden Fall ultra krass. Ihr seht schon, ich bin auf jeden Fall gerade in der normalen Brawl Stars Version, also hier ist jetzt alles normal, die ganzen Brawler, die ganzen Ereignisse und so weiter. Aber ich zeige es euch jetzt mal, wie das aussieht, wenn ihr ja die neue Brawl Stars Version habt. Und zwar, zack, und ihr seht schon, Freunde, Alter, hier sieht es auf jeden Fall ultra krass schon aus, Digga. Die ganzen Farben und so weiter sehen mega weird aus, Alter. Das ist ultra, ultra heftig. Und wir spielen jetzt hier mal auf jeden Fall eine Runde, würde ich mal sagen, in Solo-Showdown. Und machen doch mal gleich ein paar Boxen auf und ziehen mal neue Brawler. Und das sieht nämlich dann komplett heftig aus. Und dann zeige ich euch, wie ihr das auch machen könnt. Junge, wie die ganzen Brawler aussehen. Lol, Digga, das ist ultra krass. Okay, komm, ich gehe jetzt einfach mal zu irgendeinem Brawler, der jetzt nicht so viele Pokale hat. Ne, dass wir jetzt hier nicht komplett hops genommen werden. Dass wir uns hier noch auch mal ein bisschen anschauen können, die Maps so. Ja, wir nehmen auf jeden Fall mal Edgar, würde ich sagen, Leute. Und dann gehen wir mal rein. Alter, wie das aussieht, Digga, lol. Okay, und auf jeden Fall ist das Ganze wirklich super easy und jeder von euch kann das wirklich nachmachen. Egal, ob ihr Android habt, iOS, es ist wirklich komplett egal, Freunde. So, und Alter, diese Farben, Digga, das sieht so falsch einfach nur aus. Das sieht so, so krass aus. Es ist auf jeden Fall mal echt was ganz, ganz anderes und macht ultra Spaß zu testen. Ihr seht das schon, ne? Weil es halt einfach, ja, ganz, ganz anders aussieht wie ein ganz anderes Spiel irgendwie schon. Aber das machen wir auf jeden Fall mal. Wir versuchen jetzt mal, Alter, in dieser kranken Brawl Stars Version zu gewinnen. Auch dieses Spray, wie das aussieht, Leute. Und auch diese Pins, ne? Lol. Richtig, richtig krass auf jeden Fall. Und so. Ich überlege gerade, ob wir den Karl angreifen. Aber der hat wahrscheinlich halt eh ein Gadget, wo er weg kann. Oh, jetzt habe ich ein bisschen WLAN-Lags. Auch dieses WLAN-Zeichen sieht echt komplett komisch aus. Und ganz wichtig, das Ganze ist halt auch komplett legal. Also da hat Supercell auch nichts gegen, wenn ihr das macht. Bruder, wir sind einfach mal direkt tot. Das war es wirklich komplett. Aber naja, ist auch nicht schlimm. Und jetzt zeige ich euch das Ganze auf jeden Fall auch nochmal in einem Opening, wie das da aussieht mit den komplett komischen Farben und so weiter, Leute. Also Leute, wir öffnen jetzt auf jeden Fall nochmal ein paar Boxen und dann seht ihr schon, wie das Ganze dann eben aussieht. Wir können uns ja auch mal, ja komm, wir holen uns jetzt einfach mal hier einen legendären Brawler. Komm, dann schauen wir mal, wie das aussieht, Digga, wenn man damit einen legendären Brawler holt. Und oh, was, Digga, wie das aussieht, lol, Alter, Digga, einfach dieser legendäre Screen, ne, Digga, ganz, 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 ganz komisch sieht das aus. Auf jeden Fall ultra krasse Sache. Und hier nochmal der Haifisch-Leon. Lol. Mega komisch, Alter. Naja, jedenfalls, Leute. Ja, wir kaufen uns, würde ich sagen, nochmal hier das 15-mal Megabox-Angebot jetzt gleich. Da müssen wir noch ein bisschen Gems für aufladen. Wir laden uns jetzt einfach mal hier 170 Gems auf. Okay, Leute, der Kauf war erfolgreich. 170 Gems haben wir jetzt am Start. Junge, wie das aussieht. Das ist echt komplett lost irgendwie. 15 mal Megabox, lol. Die Farben, Alter, das sieht so weird aus. Oh mein Gott, okay. 5 verbleibende, lol. Ey, das ist übelst geil, das macht übelst Spaß. Und vor allem, das Geile ist halt, Leute, wie gesagt, ne, das kann jeder machen, ohne zusätzliche Sachen auch zu installieren. Das werdet ihr gleich sehen, wie das geht. Das ist wirklich super easy. Ich zeig's einmal für iOS und dann auch einmal für Android. Also keine Sorge. Es geht wirklich für jeden. Und wir haben etwas Neues. Und lol, es ist Bibi. Und lol, Digga, wie das aussieht. WTF. Digga, übelst krass, Leute. Ihr seht schon, ne? Hier auch die ganzen Farben und so weiter. Das sieht echt mega, mega lost aus. Richtig lustig. Und 5 verbleibende auf jeden Fall auch wieder hier. 5 verbleibende. Zack, wieder 5 verbleibende. Und wieder 5 verbleibende. Okay. Ja, vielleicht haben wir nochmal Glück und ziehen nochmal eine neue Sache, wer weiß. Aber das sieht auf jeden Fall echt so, so lustig aus, Alter. Okay, 5 verbleibende, zack. Okay, wir haben Powerpunkte noch einmal vergeben. Okay, jetzt sind, glaube ich, auch die Gems leer. Wir können jetzt nochmal schauen, was wir uns noch kaufen können, was wir so testen können, wie das dann aussieht. Können wir nochmal so ein Pinpack holen, würde ich sagen. Mal schauen, wie das jetzt aussieht.
LOL. Auch übelst lustig, Leute. So, Freunde, ich bin jetzt nochmal auf einen anderen Account gegangen, in der Hoffnung, dass ich jetzt nochmal ein paar nice Brawler ziehe aus dem Angebot. Digga, das sieht so lost aus irgendwie mit diesen Farben, ne? Das ist echt ultra krass. Und ja, wir schauen jetzt mal, ob wir in diesem 15-mal-Megabox-Angebot vielleicht nochmal so einen richtig krassen Brawler ziehen. Kann gut sein, weil hier fehlt mir noch der ein oder andere, Leute. Und 6 verbleibende und... Oh, lol, Max, Alter. Alter, wie der aussieht, Digga. Oh mein Gott, Alter. Ey, diese Farben, ne? Also diese Brawler sehen so krass anders aus. Das könnten eigentlich so Skins so wirklich sein, die man so neu freigeschaltet hat. Also wirklich ultra krass, Leute. Und übrigens auch, die Omega-Box, die würde wahrscheinlich auch übelst geil aussehen. Aber Leute, da sind wir immer noch gespannt, ne, was genau drin sein wird. Wir wissen es auf jeden Fall noch nicht. Und vor allem auch, wann die rauskommen. Ich denke, da werden wir sehr bald neue Infos zu haben. Und, oh, okay, jetzt nochmal chromatisch. Und Alter, Digga, jetzt sind diese Regenbogenfarben auch so komplett weird, ne, irgendwie. Also auch das sieht jetzt auf jeden Fall komplett anders aus. Sehr, sehr geil, Leute. Ich würde sagen, bevor ich es jetzt nochmal zeige, eine Sache könnten wir noch testen. Nochmal den Trophäenpfad kurz angucken. Lol, okay, krass. Und den Brawl Pass vor allem. Und Alter, Digga, wie das aussieht, lol, die Juwelen, Mann. WTF, okay. Und hier können wir auch nochmal natürlich gucken. Okay, haben wir nochmal so ein Pinpack. Ja, wie gesagt, sieht auf jeden Fall echt krass aus, Leute. Und ja, das Ganze ist vor allem halt auch super, super easy nachzumachen. Das ist echt gar nicht schwierig. Hier nochmal 20 Juwelen. Das zeige ich jetzt nämlich einmal als erstes für iOS und für Android, wie ihr das Ganze ausspielen könnt. Let's go. Okay, Leute, ihr seid jetzt auf dem Homescreen hier jetzt einmal, wie gesagt, erstmal bei iOS, gleich dann bei Android. Und ihr müsst einfach, um das auch zu machen, einmal in die Einstellungen. Hier scrollen wir jetzt einmal runter auf Bedienungshilfen. Das klickt jetzt einfach mal an, Leute. Dann geht ihr auf Anzeige und Textgröße. Ihr könnt hier einfach umkehren, intelligent anmachen und dann habt ihr bereits diesen Effekt überall in jeder App. Überall und vor allem auch in Brawl Stars. Genau, ich mache das jetzt mal nicht, weil ihr habt es ja eben schon gesehen, Leute. Und jetzt zeige ich euch das Ganze einfach nochmal ganz schnell bei Android, weil da funktioniert das ein bisschen anders. So, Leute, ich bin jetzt auf jeden Fall bei meinem Android-Gerät und dort ist es einfach ähnlich eigentlich, kann man sagen. Ihr geht dort auf Einstellungen und dann müsst ihr auf jeden Fall runterscrollen auf Bedienungshilfen. Also auch derselbe Punkt auf jeden Fall. Dort tut ihr dann auch nochmal runterscrollen und zwar einfach Farbumkehr. Das könnt ihr dann genauso aktivieren bei Android und habt eben dann auch denselben Effekt und habt sozusagen dann die neue Brawl Stars-Version installiert. Wenn ihr das wieder rückgängig machen wollt, müsst ihr einfach genau diesen Punkt wieder umkehren bei iOS und bei Android, Leute. Ich hoffe auf jeden Fall, es hat euch gefallen, Freunde. Ja, war auf jeden Fall ein witziges Video und eine lustige Sache, die ihr gerne austesten könnt. Viel Spaß und damit ciao, ciao.